Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Forest Village, wo uns ja, man übersieht es nicht, das Feuerholz ausgeht. Und das nehme ich jetzt zum Anlass, diese Lumberjacks Lodge wieder in Betrieb zu nehmen und weitere Menschen auf Feuerholz anzusetzen. Ja. Ansonsten haben wir natürlich schon früh im Frühling. Positive Temperaturen könnten also Menschen auf die Felder loslassen. Was wir außerdem hier in der Stadt eben dringend gebrauchen können, ist, abgesehen von einer weiteren Scheune, Jäger. Denn so dieser Jäger arbeitet eben hier in einem Bereich, wo die ganze Zeit die Bäume gefällt werden. Und ebenso natürlich dieser Jäger und seit neuestem auch dieser hier. Während hier zwar eine Menge Bäume sind, kriechen auch hier quasi die ersten Häuser in sein Einzugsgebiet. Und das ist für die Jäger relativ scheiße, auf Deutsch. Weil die Tiere dadurch vertrieben werden. Wenn ich also hier weiter draußen einen Jäger bauen würde, das wird besser funktionieren und deshalb tue ich das jetzt auch. Und ebenso irgendwo hier in dieser Richtung. So. Also, wie sieht es mit dem Feuerholz aus? Langsam wachsend. Naja, immerhin. Wir brauchen jetzt natürlich Bauarbeiter. Und was wir eben mittlerweile dringendst brauchen, sind eben Leute auf diesen Feldern. Denn wenn wir hier keine Ernte reinholen, sind wir relativ gearscht. So, wie sieht's mit Werkzeug aus? Noch ein bisschen vorhanden, aber der Carpenter hingegen ist nicht vorhanden. Okay. Das heißt, eigentlich hätte ich davon auch gern einen. Mein Gott, den Knopf muss man alles mal finden. Jetzt arbeitet hier in der Fischhütte niemand mehr, weil wir auf 4 Hütten nur 3 Fischer haben. Dann machen wir das so. Wir haben zwar nicht gerade zu viel Fleisch, aber das liegt eben hauptsächlich auch daran, dass einfach gar keine Tiere zu holen sind. Das können wir hier senken und auch hier senken. Das zwingt jetzt unsere Jäger mehrheitlich hier zu jagen, wo es meiner Meinung nach im Moment noch am besten funktionieren müsste. Achso, das Fragezeichen bezieht sich natürlich auf diese Sammlerhütte hier, okay. Ja, der Weber stellt nichts mehr her, weil wir genug haben. Das heißt, den könnten wir eigentlich rausnehmen. So, jetzt ist noch ein Teenager aufgewachsen. Ganz kurz gucken, was bauen wir denn an? Gras, Flachs und eben diverse Kartoffeln. Alles klar. Ja, ich will auf jeden Fall mehr Felder. Ihr seht, wir haben nicht mehr so viel Gemüse über. Aber zunächst einmal die Jäger hier. Und ja, es gab jetzt zwar keinen Kommentar direkt dazu bisher, aber ich habe auch so im Bekanntenkreis eben die Leute gefragt, die das Spiel spielen, und habe das Ganze auch mal gegoogelt und bin zu folgendem Entschluss gekommen, was das Problem Schule oder Krankenhaus angeht. Die Schule, ja, und dem würde ich auch aus dem Gefühl heraus direkt zustimmen, die Schule sollte man so früh wie möglich haben, damit die ganzen Leute produktiver sind. So, die kann unmittelbar hier gebaut werden, aber dann wäre die Straße da weg. Also setze ich sie so. So, die ist natürlich unheimlich teuer, aber auch entsprechend wichtig.
Also mal gucken. Im Moment haben wir ja gar nicht so viele Teenager, aber wenn wir dann jetzt ein mehr oder weniger konstantes Wachstum auch erzeugen wollen, dann werden wir immer mal Teenager haben und die werden dann eben in dieser Schule ausgebildet. So, das ist schon die neue Hunting Cabin. Okidoki. Dann sollen da mal maximal 3 Leute arbeiten. Und bei dieser hier 2. Und ist die andere auch schon gebaut? Nee. Na gut. Dann machen wir mal noch Jäger. Landwirte haben wir gar nicht so krass viele, ne? Feuerholz gibt's jetzt genug. So dass ich sagen würde, okay, das brauchen wir hier nicht mehr benutzen. Die sollten es eigentlich. Welches Gebäude ist das denn? Hier mit der Sägemühle sollten die es eigentlich gebacken kriegen, für Feuerholz zu sorgen. Zu dritt vor allem, also ganz ehrlich. Das ist ja wohl drin. Dann könnte man noch mal so ein kleines Häuschen bauen. Ich sprach ja gerade schon davon, dass wir Wachstum wollen. Hier ist es aber ja zu uneben für solche Spielereien. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung soll diese Siedlung wachsen? Und ich würde sagen, tatsächlich hier nach rechts und auch nach oben. Also sozusagen ins Landesinnere, in den Urwald hier. Werkzeugreserven sind niedrig. Naja, das stimmt nicht so richtig. Ja, der Bau wird hier fortgesetzt. Läuft eigentlich. Ja, dann denke ich, müsste soweit das klar gehen, hier ein bisschen zu beschleunigen. Wir haben jetzt auch genug Metall. Nehme ich mal einen aus dieser Mühle raus. Ah, mehr Jäger. Ich habe gerade das Gefühl, die Musik ist ordentlich laut. Muss ich nachher nochmal ins Video reinhören. 2 Jäger arbeiten hier. Sonst gehe ich hier auch auf einen runter. Wie viele sind das dann? Das sind jetzt hier 3. Und wo ist denn das Ding? Mein Gott, ist das gut getarnt, wa? Da. Hier 3 sind 6. Und dann die 4 Jagdhütten, die wir vorher hatten, habe ich alle auf 1 gesenkt. Einer, damit also irgendwie das ganze Gebiet weiterhin bejagt wird, falls irgendwo wilde Tiere sind, wollen wir die ja durchaus töten, aber eben nicht, wer weiß, wie viele Leute damit beschäftigen, nach Tieren zu suchen, die nicht zu finden sind, ne? So, dieses Ding. Dieses Ding habe ich jetzt auch natürlich direkt mal nachgeschlagen, was es macht, was es kann, ob man es braucht oder nicht. Und in der Tat braucht man es. Denn dieser Funeral Pyre hier, oder einfach nur Pyre heißt er ja, also wie heißt das denn? Halt dieses Feuer, wo man Leute hinrichten könnte. Da werden die Leichen Schafott? Nee, Quatsch, Schafott ist, wo man sie köpft. Verdammt nochmal, wie heißt das? Mir fällt das Wort nicht mehr ein. Es ist so, ob ich auf Englisch oder auf Deutsch hier Let's Play. Mir fallen zwischendurch einfach Worte nicht ein. Ist das Gleiche. Jedenfalls, in diesem, ich nenne es mal, Gebäude, werden die Leichen ja verbrannt. Und wenn man die sterbenden Menschen nicht verbrennt, dann kann es eben eine Seuche geben. Und deshalb sollte man das immer machen. Ja, und man braucht eben genug von diesen Dingern, dass wenn irgendwo jemand stirbt, der verbrannt werden kann. So, hier hatte ich gesagt,
11x11 kriegen wir knapp nicht hin, wegen dieser einen Ecke unten am Teich. Aber können natürlich trotzdem. Ja, machen wir das mal so. Da will ich einfach nur noch mal so ein Feuerchen haben, ne? Jemand ist groß genug, um studieren gehen zu können. Ja, dann muss er nur noch kurz warten, bis es auch eine Schule gibt. Feuerholzvorräte laufen jetzt. Ich erhöhe noch mal das Limit ein bisschen. Auf, weiß nicht, so 1000 oder so. Eigentlich könnte ich natürlich auch einfach da 1000 eingeben, ne? Das wäre ein bisschen geschickter. So, 900 sollen erstmal reichen. Genau, der ist voll. Hier arbeitet keiner. Wir haben auch niemanden, der da arbeiten könnte. Ja, es gibt so diverse Berufe, wo ich natürlich jetzt noch gerne jemanden hätte. Aber im Moment sind halt auch verdammt viele Leute Jäger. Und trotzdem ist das Fleisch alles andere als steigend. Jäger haben eben so die spezielle Angewohnheit, dass die, wenn die ein Tier erjagt haben, danach extrem weit laufen müssen, um die Ressource dann nach Hause zu bringen. Das ist so die schlechte Angewohnheit von Jägern, dass die weit vom Ort entfernt sind. Wir brauchen nicht so viele Bauarbeiter, dann können wir einen Lehrer einrichten und einen Schneider und noch jemanden Holz schlagen lassen. Hervorragend. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das hier eine Hauptstraße unserer Stadt wird. Und deshalb direkt steinern, auch um mal zu gucken, was das so kostet. Okay, also 4 pro Feld. Summiert sich schon schnell auch auf. Kann man die über die andere einfach drüber bauen? Ja. Interessant. Okay, ja. Jetzt haben wir unsere ganzen Steine verschwendet. Denn so viel haben wir eigentlich gar nicht davon. Und wir wollen ja noch das Krankenhaus haben, ne? Healers Shop. Da ist der Eingang, okay. Ja, es passt hervorragend, dass da eben noch diese Gasse frei bleibt. Und dass der Bereich, der hier eben ist, gerade so dafür reicht. Apropos eben, genau, das ist jetzt auch eben. Dann kann da natürlich jetzt so eine Verbrennungsgeschichte hier hin. Gucken wir einmal, wie der Radius davon ist. Okay, der hat dieses Haus knapp drin. Sehr gut. Ja, hat halt leider die beiden Häuser nicht drin, deswegen brauchten wir den hier. Aber das läuft doch. Drei Kinder werden hier jetzt beschult. Und werden dann, wenn sie groß sind, besonders gute Arbeiter. Das ist doch hervorragend. Genau so muss es sein, ne? Ja. 6 Bauarbeiter werden jetzt angebracht. Fleisch steigt immerhin. Also es hat was gebracht, Jäger weiter weg ranzuschaffen. Und da wir schon Herbst haben und bei der Kartoffelernte sind wir? Okay, ist ein bisschen unregelmäßig. Oh nein. Jemand ist wieder in der Mine gestorben. Ach ja. Naja, wir haben ja auch erstmal genug Clay. Wollen wir nicht direkt den nächsten in seinen Tod schicken, sondern wie viel brauchen wir hier? 160? Ja. Haben wir. Latent mehr sogar. Komischerweise gibt es ja jetzt übelst im Überschuss Äpfel. Dabei haben wir diese beiden Apfelplantagen auch schon zu Zeiten gehabt,
wo das nicht der Fall war, ne? Was ich jetzt nochmal machen wollen würde, wäre eben so ein bisschen testen, bei welcher Größe Feld wie viele Leute das Feld bearbeiten. Okay, also wenn ich von 19 auf 20 in der einen Dimension gehe, sprich das Innere auf 18 Länge steigt, dann gibt es eben eine zweite Person. Und dann 18 mal 9 sind noch zwei Personen, aber 18 mal 10 ist die dritte. Oder ich merke mir doch die Zahl, die da steht. Also bei 20 mal 12. Bei 20 mal 12 kommt eine dritte Person dazu. 19 mal 12 sind wieder nur 2. 19 mal 9 ist das Größte, was eine Person alleine macht, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, ist quasi 19 mal 9 mehrmals? Ist das besser? Oder ist es besser... Mein Gott, jetzt muss ich hier wegen dem Sturm aber ordentlich laut schreien. Holy shit, ich wette, der ist ultra laut im Video. Abgesehen davon brennen unsere Gebäude ab. Okay. Okay. Eine Sekunde. Ach, noch jemand ist auch im Unfall gestorben. So ein Mist. Abgesehen davon, was brennt denn noch? Oh, so eine Fischhütte. Okay, es ist ja... Fischhütte ist nicht ganz so tragisch, aber hier unsere kompletten Vorräte hätte ich schon ganz gern gelöscht. Ich weiß nicht, ob ich das Feuer jetzt nicht ein bisschen lange ignoriert habe. Nicht, dass es hier abbrennt. Scheiße. Beeilt euch. Das sieht schon ein bisschen am Arsch aus. Abgesehen davon kann das sich auch verbreiten. Beeilt euch, bitte. Da kommt noch einer. Fuck. Huh. Okay, ist quasi nochmal gut gegangen. Wow. Genau, also was war ich am Diskutieren hier? Felder. Also ist es jetzt besser, mehrere 19 mal 9 Felder zu haben? Oder ist es eben besser, einfach ein großes zu machen? Das ist die Frage. Ja, jetzt haben wir unsere erste richtige Straße hier. Im Moment wird die noch gar nicht so heftig genutzt, aber ich sehe vorher, dass das eine wichtige Straße wird in unserem Dorf. Da so ein bisschen mehr oder weniger eine Idee im Kopf natürlich, in welche Richtung das wachsen soll. Ja, aber dieses 19x9er Feld hier. Nochmal vergleichen, wenn ich jetzt daneben. 19x9. 19 mal 12 ist das Größte, was mit zwei Personen geht. So, 19 mal 9, das ist 7 mal 17 und 19 mal 12 ist 11 mal 17. So, nun ist 7 mal 17 oder, nee, andersrum, 11 mal 17 ist nur 4 mal 17 mehr als 7 mal 17. Sprich, mehr als das anderthalbfache, aber eben nicht gerade das Doppelte. Also wirklich überhaupt nicht, auch nur annähernd das Doppelte. Das heißt, die Anzahl an Personen, die man da braucht, die ist natürlich dann ätzend groß. Gucken wir hier, 19 mal 16 ist das Größte, was zwei Personen hinkriegen. Das ist doppelt so groß wie dieses 19 mal 9er Feld. Aber dreimal so viele Personen arbeiten daran. Das heißt, im Verhältnis wird das quasi immer schlechter.
Und deshalb ist meine Theorie... Ach nee, es gibt ja noch die andere Dimension. Da wenn ich nämlich... 19... Genau, 19 mal 12 ist das Größte, was sie zu zweit können. Ah nee, wenn ich das länger mache, wird's auch 3. Nee, definitiv ist dann mehrere 19 mal 9er Felder besser. Was für ein Unsinn, ne? Also da kann ich das vom Balancing her nicht ganz nachvollziehen, warum das ist, wie es ist. Aber ich kann natürlich, nachdem ich diese Erkenntnis habe, das ausnutzen. So. Fischer. Und Feuerholz. Werkzeug. Kleidung. Jetzt hat der Frost, glaube ich, während des Feuers unsere Ernte zerstört. Das ist natürlich jetzt Bockmist, ne? Wir haben keine Steine mehr. Das hier sind die Steinmetze. Sonst passiert hier nichts. Genau, und wegen Mangel an Steinen passiert da eh nichts. Wisst ihr, die Steinstraße war also ein bisschen voreilig. Naja, wenigstens ist vor dem Sturm kein Gebäude kaputt gegangen, aber ich weiß nicht, ob wir mit einfach nur Fisch und Früchten wirklich vernünftig über den Winter kommen mit so vielen Leuten. Wir werden sehen. Was heißt so viele Leute, ne? Ich meine... 41. Das war auch schon mal zwischenzeitlich mehr, ne? 10 von 10, 5 von 5, 5 von 5. Ebenfalls. Okay, vielleicht war es auch noch nie mehr. Ich dachte eigentlich, wir hätten leere Häuser, oder? Also teilweise leere Häuser. Haben wir aber nicht. Genau, aber jetzt kann der ja hier die Zeit ohne Steine wird jetzt eben genutzt, um diese Felder hier fertigzustellen. Das ist auch nicht so wild. Und dann der Healers Shop, der ist ja auch nur eine Maßnahme für, falls auf einmal sehr, sehr viele Leute krank werden oder sehr schlimm krank werden. Da das im Moment noch nicht der Fall ist, ist es ja nicht so dringend mit dem Ding, ne? Viel dringender ist natürlich diese Gemüsenot. Aber andererseits, wir haben jetzt Winter. Ja, ein bisschen was werden die auch noch. Okay, nee. Zufällig in dem Haus nicht. Ah, hier die zum Beispiel. Nee. Ja. Wir werden sehen, ob wir über den Winter kommen oder nicht. Aber was will man machen, ne? Kartoffeln auf jeden Fall anbauen. Hilfreich. Also hier arbeiten 3 Personen, das kann niemals sinnvoll sein, dass da 3 Personen arbeiten. Achso, und dann einmal der Vergleich. 476, 440, 512. Also ich weiß wirklich nicht, warum dieses Feld hier 512 hat, aber das werden wir auf jeden Fall so bald nicht abreißen. Das ist unser OP-Feld, wo irgendwie eine Person alleine aus irgendeinem Grund 512 Kartoffeln abbaut. Weil ich das schon gerne nachvollziehen würde, was da los ist. Warum das eine Person alleine macht und sonst nicht. Ich meine, anscheinend kann man das breiter machen, dadurch, dass es kürzer ist. Aber ist nicht das hier quadratisch? Ich meine, das ist irgendwie 13 mal 13 oder so. Theoretisch müsste doch das Quadrat
den besten Inhalt liefern. Ja. Große Quadrate zumindest. Weil der Zaun ja noch mitzählt. Und je kleiner das Ganze ist, desto schlimmer ist es natürlich, dass der Zaun dann noch mitzählt. Aber ich werde auf jeden Fall mal, wenn ich gerade nicht aufnehme, mir ein paar Zahlen davon aufschreiben und das mal nachrechnen, nachvollziehen, wie die Formel ist. Und dann irgendwann im Video mal erklären, wenn ich es rausgefunden habe. Denn das, glaube ich, interessiert nicht nur mich, wie man optimal Felder anlegt. Noch ein Feld ist fertig. Ja, noch nicht dieses. Auch nicht dieses. Achso. Dann ist es eine alte Nachricht. Ja, Fisch und Fleisch haben wir. Kartoffeln und Brot leider nicht mehr. So, jetzt ist aber noch ein Feld fertig. Da werden Kartoffeln angebaut. Wer hätte es gedacht, ne? So, später Winter. Also, Jahr 14 ist dann auch bald überstanden. Es schmilzt schon der Schnee. Immer noch haben wir aber nicht dieses Krankenhaus hier. So, wir haben Frühling. Dann werde ich mal hier einen Cut machen und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet auch für Jahr 15 wieder ein. Und es heißt Let's Play Forest Village. Bis dann.